Thinking of the luck! Storytime. Wir sind jetzt zeitlich in meiner alten Schule. Und wir hatten nur noch 2 Wochen Unterricht. Und mein Fellow-Klassenkamerad Nick hat dann gesagt, yo, lass mal ein Mario Kart-Turnier mit der ganzen Klasse machen. Die ganze Klasse war cool damit. Und ich auch. Ich bin ja insgeheim so ein Mario Kart-Experte. Ich kann das Game gut, aber nicht super gut. Und als ich so meine Konkurrenz durch die Klasse angeguckt habe, hatte ich nicht besonders viel Angst. Außer halt eine Person. Ich will jetzt nicht den echten Namen sagen, aber ich tue es trotzdem. Lea, die olle Bitch. Ich habe kein böses Blut mit der. Lea, die olle spielt Mario Kart. Und als ich dann nach dem Charakter gefragt hat, hat sie auch eine relativ kompetente Antwort gegeben. Rosalina. Man kann sagen, sie hatte eine Chance gegen mich. Ich wusste nicht, wie ich sie einschätzen soll. Also habe ich dann sofort meinen Kumpel Flo angeschrieben und habe erstmal gesagt, was Phase ist. Okay, Flo, ich spille sofort die Beans. Am 28. ist ein Mario Kart Turnier und ich brauche deine Hilfe. Einzige Problem ist unser Überraschungsgast Lea, irgend so eine Trulle aus meiner Klasse. Wir müssen auf jeden Fall dafür ein bisschen trainieren, so ein bisschen dies, das, ne? Wir werden jetzt Mario Kart suchten. Ich habe ja online, Dankeschön, Bro. Kuss. Nein, wir spielen Mario Kart, verdammte Scheiße. Flo ist tatsächlich in ein Mario Kart Team und weiß sehr viel über das Spiel. Also habe ich mit ihnen dann eine Woche straight up durchgehend Mario Kart trainiert. So sah das ungefähr aus. Das ist jetzt nichts, wo du essentiell brauchst, weil das Szenario ist, weiß ich nicht. Das ist nicht perfekt sein. Das ist ein Arschloch! Das war mies provokant, okay. Aber noch bist du Erster, noch bist du vor Lea. Ja, aber will ich einfach nur gewinnen und sagen, tja, Lea, ich bin besser als du? Oder will ich gewinnen? Du willst jedes einzelne Rennen gewinnen. Ja, jedes einzelne Rennen, okay, dass sie dann sagt, es gibt keine Möglichkeit, dass ich Finn ansatzweise schlagen kann. Ich habe kein böses Blut mit der. Wir haben erstmal so 1000 theoretische Sachen besprochen. Okay. Oder weißt du, was Baggen ist? Ist eine Sexpraktik. Nicht ganz. Ah, scheiße. Wobei man könnte sagen, Baggen ist, wenn du von hinten kommst. Würde ich jetzt auch behaupten. Kann man Sexpraktik so interpretieren. Danach hat er mir so ein paar Moves gezeigt und die sollte ich dann erfolgreich nachmachen. Okay. Tim, da gibt es ja am Anfang links dieser Rampe. Ja. Jetzt dann. Ja. Aber die Sache ist, wenn du failst, ist gut, weil dann weißt du beim nächsten Mal, was du nicht machen sollst. Guck mal, du bist trotzdem noch Vierter, der ist gar nicht so fest. Also, und du hast ihn komplett verkackt, ne? Weil ich nur mal angemerkt habe. Also komplett weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine starke oder leichte Übertreibung ist. Ja, aber was ging denn? Okay, actually sehr gutes war. Ja, okay. Okay, jetzt hast du es. Okay. Ja, wir wissen beide, dass du kannst es, aber du wolltest mir zeigen, wie man es komplett verkackt hat. Okay. Aha! Dass du mit dem Drift an der Rampe ankommst. Okay, verlassen's. Finn, da geht's runter. Also, das ist ja jetzt kein Mario Kart Training, sondern das ist einfach, dass Finn besucht jeden Shotcut und gibt sein Bestes. Hey. Es gibt halt so Mario Kart Underground Techniken, wie zum Beispiel Low Glidern. Das habe ich zum Beispiel geübt. Ich möchte, dass du mal mit der Rampe versuchst, Glider mitkriegst. Also, dass du deinen Drift hältst, mit dem du von der Rampe gehst, einen Low-Glider machst und dann halt wieder zurück auf den Feld kommst. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich hasse mich. Ich sehe es und fahre rein. Ich hasse dich. Nur weil du mir zuguckst. Ich bin total nervös jetzt. So. Ja? Wir wollten da Low-Glider und Glider wegkriegen. Fick mich. Wo du so ganz nach rechts gehst, dann wieder mit Feld. Das ist legit, das ist nicht so schwer. Aber ich hab's gesehen. Das ist so ziemlich der beste Feld, wo du es machen kannst. Oder das? Fuck. Ich würde den Drift halten, bis er am Boden ist. Ja, ich weiß. Ein souveräner erster Platz. Ich hab dich einmal gefucking low-glide. Spring ja, driften nicht. Einfach nur drauf springen. Ups. Habe ich das nicht? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich habe das Item eingesetzt. Schon mal auf den ersten komplett verschwendet. Sehr gut. Weiter so.
Ich habe mich bei manchen Sachen vielleicht ein bisschen schwerer angetan, als es eigentlich sein musste. Und wenn du es nicht packst, das tut weh, das tut wirklich weh. Hallo, du wirst doch nicht. Ja, wird sie nicht, wird ja, sie nicht. Du wirst schnell da hinter weg. Wird sie nicht wagen, wird sie nicht wagen, das Ding einfach. Ah! Also, sechster Platz ist bestimmt ausreichend gegen Lea. Okay. War nichts, war aber auch so. Ich hasse Lea so hart. Die olle Bitch kann sterben und ich wäre glücklich. Ich habe kein böses Blut mit der. Flo hat mir auch seine Highlight of the Game Clips gezeigt, die er so auf seiner Switch lokal abgespeichert hat. Jetzt das gleich. Das hier. Oh, damn. Ja. Ich musste dann das dann auch so nachmachen. Das ist einfach leicht, das aus der Runde zu gehen. Vor allem bei Big Blue gab es eine Stelle, die ich unbedingt können möchte, weil die ein sauguter Timesave ist und mir auf jeden Fall ein Easy Win einholen wird. Und ja, ich hab's geübt. Kannst ruhig hier unten bleiben. Audi, ja. Sagen wir, es war sehr unlucky. Viel zu spät, viel zu spät, guck mal. Ich mach die Abkürzung. Ich bin so scheiße! Ich hab nur Bruchteile gesehen, ich bin froh, dass es nur Bruchteile waren. Du kannst die Wege auch switchen, aber es ist kein Timeset. Dann kannst du hier einfach runter. Du skippst dann halt ein Itemset, aber du kürzt die ganze Kurve. Die Kurve ist dann. Verstehe, verstehe. Komm, geh mal ab, ihr Groofin. Vielleicht hat's zum falschen Gang drin, ne? Ja, Mario Kart! Wie für die ganze Film. Direkt mit Blauer. Lass den Drift bitte, lass den Drift. Drifte einfach und stick nach unten. Dann kriegst du weiter. Aber ich glaube, ich hab's noch nie gesehen. Oh mein Gott! Puh. Ja. Ich glaube, du hättest es noch einfach geschafft, wenn du Windschatten mitkommen hast, aber. Nee, ist ja nicht so cool gewesen. Ja, das stimmt auch wieder. Wir haben natürlich auch nicht die ganze Zeit über Mario Kart Zeug geredet, sondern auch über private, wichtige Angelegenheiten, so die moderne Politik halt, ne? Solche Sachen. Ja. Ich habe mal eine Pizza in so einen Smoothie Maker reingepackt. Da hatte ich flüssige Pizza. Hast du dann Ärger von deiner Mutter bekommen? Nö. Schade, ich wäre nämlich verdient. Es wäre verdient gewesen. Wieso das jetzt? Das ist meine Meinung. Nicht, dass ich es dir gegönnt hätte, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, es wäre verdient. Ey, es war halt so, wie es klingt, ne? Ja. Nicht abspringen können, das macht man nicht. Das macht man cool. Ja. Ich habe dann richtig viel noch Offcam natürlich trainiert und es ging dann los an den heiligen Tag, das Mario Kart Turnier. Also. Es geht jetzt los, bin spät dran, aber Mario Kart Turnier ist am Start und ich habe vor zu gewinnen. Oder verlieren, mal gucken, ne? Vielleicht gehe ich auch zu Meckes. Wir haben dann den Bracket erstellt und in der ersten Runde haben dann die drei Leute gegeneinander gefahren, unter anderem auch Lea. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass meine Lehrerin sie aus dem Turnier raushaut, aber nee. Also Lea hat auf jeden Fall gewonnen und kam damit halt ins nächste Bracket, kam halt eine Stufe höher. Danach war ich dran und hatte diese zwei hier als Gegner. Ich hätte natürlich meine Kumpeline Lisa den Sieg gegönnt, aber nein. Was sagen Sie zu Ihrer Performance? Was sagen Sie zu Ihrer Performance? Es ist anstrengend, aber ich halte mich wacker und bis jetzt noch keine schlimmen Blue Shells gehabt. Blue Shells auf jeden Fall, klar, 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 klar. Aber jetzt noch keine, wo ich sagen würde, fuck, jetzt bin ich aus der Bahn geworfen.
Fahrfehler habe ich bis jetzt keine großen gemacht. Ein paar Luftfehler, die ich hätte besser machen können, aber sonst alles. Vielen Dank für ihr. Nachdem das so einfach für mich war, war Nick an der Reihe. Nick ist der Typ, der überhaupt auf die Idee kam. Also er hatte schon Mario Kart Skills und war auf meiner Feindesliste auch sehr weit oben. Vor Nick hatte ich wirklich Schiss. Und Nick hat die komplette Scheiße rasiert mit links. Ich habe auch einen Klassenkamerad-Kollegen von mir gezeigt, wie man das Spiel überhaupt spielt. Gas geben, tue ich mit. A oder Y? Okay. Bremsen tust mit B. Ja, ja. Nach hinten gucken mit X, das musst du aber nicht wissen. Hier driftest du und springst und hier machst du deine Items. Ja, okay, driften und Dinge brauche ich nur ohne Items. Ja, so weit waren die Skill-Levels auseinander. Es war nicht die beste Idee, aber wir hatten alle Spaß. Ja. Und während die da alle rumgespielt haben, habe ich natürlich fleißig trainiert, wie man es so tut. Dann war Halbzeit, wo wir dann in Rewe gesteppt sind und ein bisschen Energie geholt haben für uns. Ich habe dann so rumgefragt, wie alle so drauf sind. Wir haben jetzt so Halbzeit. Es wurden gerade im ersten Bracket wurden die ersten drei Runden gespielt. Ja, dann nach der Pause ist Toni dran und wir drücken Toni ganz doll die Daumen. Und dann wird Toni gegen Nick spielen und dann drücken wir immer noch Toni ganz doll die Daumen. Wenn ich dann probiere, dass ich zumindest Dritter werde. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ey, safe, safe. Ja, ich muss nur gegen Nick gewinnen. Das ist das Ziel. Und wie denkst du, sind da deine Chancen dazu? Na, ich sag 90%. Okay, Nick? Statement? 91%. Ah, okay. Ja, wie man sieht, Freundschaften werden zerstört und es spitzt sich zu. Und dann war Toni an der Reihe. Toni hat natürlich auch geübt. In the meanwhile, Toni. Wir fucking Forza Horizon noch was. Allerdings das falsche Spiel. Ist ja das gleiche. Aber ich hatte natürlich auch große Hoffnung in den Jungen und ein Bro, ja, den unterstützt man natürlich so gut wie es kann. Okay, halt ich. Ja, perfekt, perfekt. Einmal geradeaus. Allein wenn du schon so. Du musst mal Erster werden, um zu gewinnen. Du hast schon einen sehr sicheren Sieg. Aber Siebter ist kein sicherer Sieg. Ich finde, du machst mich nervös. Ach so, keine Sorge, Ennis. Du bist ganz cool. Mach einfach so weiter. Wirf das Item! Oh, einfach weiter. Kurve, einmal kurz die Kurve. Oh, unlucky, egal, fahr einfach weiter. Perfekt. Perfekt. Nein! Alter, nutzen, los! Super, jetzt komm, los, Toni. Toni, einfach geradeaus. Du bewegst deinen Stick nicht, du hältst jetzt nur diesen einen scheiß Knopf gedrückt. Dritter. Vollkommen legitim, nein, guck zu. Die Punkte. Die Punkte. Komm. Oder? Ja, doch, verkackt. Ja, Todd! Ja. Oh Gott. Damn, das war. Stolz auf dich, stolz. Das war eine Achterbahn an. Toni hat das natürlich gewonnen und wir kamen dann zum höheren Bracket. Ich gegen Lea. Der Moment, wofür ich mir den Arsch abtrainiert habe. Einer der wahrscheinlich unberechenbarsten Gegner für mich, weil ich habe noch nie gegen sie gespielt. Nee. Ich schwitze deine Hände aus. Ich hab gute Augen. Ich bin da. Was? Werf dich! Guck auf deinen Screen! Nein. Natürlich wurde Lea auch angefeuert. Weiter so, Lea! Was ein bisschen Betrug war. Aber zum Glück hat Toni nachgeholfen mit seinen Anfeuern. Los, Finn! Tu es! Ich fand, Leas Anfeuern war ein bisschen monotoner als meiner. Deswegen hatte ich so ein bisschen mehr Motivation und habe halt auch diese Runde gewonnen. Aufgeregt, aber ich habe mich halt durchgekämpft und habe so gut gefahren, wie ich es nur konnte. Ich bin in seinem Tiefpunkt. Finn, schau in die Kamera. Leute haben mir versucht, Angst einzujagen, aber ich habe mir das zum Glück nicht anmerken lassen. Das wird schwierig aufzuholen. Da muss Finn diesmal relativ weit oben. Verkackt.
Auf Yoshis Piste wurde ich mies gemario kartet. Ach komm! Ja, Mann, ja, und das war die einzige Runde, wo ich nicht Erster kam. Aber punktetechnisch habe ich halt einfach gewonnen. Das ist aber ziemlich knapp jetzt, oder? Nein. Der hatte vorher schon zu viele Punkte. Dann hätte er weiter runter gewesen. Hat Finn gewonnen? Ja. Ja. Gutes Spiel. Wow. Lea, wie? Lea gewinnt nicht? Nee. Und somit Lea besiegt. Damit war meine größte Besorgnis schon raus, aber das war noch lange nicht das Ende des Turniers. Weil danach habe ich noch mit jemand anderes zu tun. Nick gegen Toni. Jetzt kommt Nick gegen Toni. Finn muss den Controller. Hier, Bro. Wir tun mal nicht so, als wäre das eine knappe Sache gewesen. Nick hat einfach so viel mehr Mario Kart Erfahrung. Ja. Also musste ich dann in der letzten Runde gegen Nick antreten. Ich habe ja schon mal gegen Nick in der Schule Mario Kart gespielt. Ich fühle mich so wie im Kino ganz vorne sitzen. Deswegen wusste ich, worauf ich mich einlasse, aber war halt stressig. Und dort kam mein Big Blue-Moment. Die Strecke, die ich wahrscheinlich am meisten trainiert habe. Die Abkürzung, die ich unbedingt drauf haben wollte. Ja, ich habe sie vollkommen verkackt. Zum Glück gab es bei Big Blue zwei Abkürzungen, einmal die vordere und die hintere. Ich war an dem Punkt schon Zweiter, also musste ich diese Abkürzung landen. Ich habe also mein Bestes gegeben, ne? Und hab's hinbekommen. Und damit habe ich das Mario Kart Turnier gewonnen. Wie fühlen Sie sich? Anstrengend, as fuck. Ich hab auf jeden Fall ein paar Fahrfehler gemacht. Finn, ich bin stolz auf dich. Danke schön. Sauber, Finn. Danke. Beste zweite Platz und dritte. Nick ist weiter und Lea dritter. Alles Gute. Ich bin einfach nur froh, dass ich es soweit geschafft habe. Ich möchte ein großes Dank an Flo aussprechen, der mich durch die ganze Zeit begleitet hat, auch geistlich und mit mir tagelang, nächtelang, 3 Stunden immer hintereinander trainiert hat. Also danke an Flo. Nimmst du überhaupt auf? Gut. Das ist der beste Ton. Es gab noch Preise und die Preise wurden verlost. Ne? Lea, da vorne! Lea wurde Dritter, obwohl in der Theorie Lea und Toni nochmal gegeneinander anfahren müssen. Das haben sie aber einfach nicht gemacht. Okay, der arme Toni. Nick! Der Kämpfer, der einzige wahre Mann in diesem Game. Niemand ist Chance, nicht mal die Besten. Toni. Ist. Okay. Dankeschön. Hey. 1 gegen 1. Hey, Kuss bitte. Sehr gut. Leute. Das ist nicht geil. Und ich habe halt diese Box hier dann bekommen mit verschiedenen Scheiß. Und wir stöbern jetzt da mal rein. Ich habe einmal diese mega coolen Shades hier bekommen. Fuck yeah. Eine www.bodystreet-Tasse. Lässig. Eine rote Fahrradklingel. Ein Memory-Set.
Buntstifte. Ein scheiße illegales Cuttermesser. Ja, wenn das Ding in der Schule auftaucht, ganz fiese Sachen, ne? Da könnte man suspendiert werden. Ein Kuli. Ein Kleckerkuli. Einen ziemlich coolen schwarzen Bleistift. Und das Ding. Eine alte Holzfigur Schachtelscheiß. Mega hässlich. Das sind alles natürlich super coole Preise und alles drum und dran. Aber ich finde, die sollten mir nicht zu Gebühren stehen. Da Flo so viel Zeit auf sich genommen hat, mir den simpelsten Scheiß nochmal zu erklären, schicke ich Ihnen alles zu. Ganz genau, Flo. Sie sind der herzenslustige Gewinner von dem richtig coolen Zeug, das ich gewonnen habe hier. Ich hoffe, es gefällt dir. Ne? Ja. Kein Ding, Brudi. Dies, das. Muah. Ja, und das war die Story, wie ich einfach Mario Kart technisch komplett jeden gefickt hab. Jeden? Autex. Kannst du in der Zeit, wo du suchst, a Pink in the Morning rufen? Warum? Ich nehme dich nicht auf, einfach nur so. Ah, okay, wenn du das sagst. Ich bin aber schlecht im Rufen, ich kann es sagen. Sag es einfach. Pink in the Morning. Ah, perfekt.